Vaiana ist eine unserer liebsten Disney-Prinzessinnen. Aber wisst ihr überhaupt, was tatsächlich mit ihr passiert ist? Schaut dieses Video ganz bis zum Ende an, um herauszufinden, was Polynesier über diesen Film denken. Wenn du Vaiana so sehr liebst, wie wir es tun, vergiss nicht, uns zu abonnieren und gib diesem Video einen Daumen nach oben. Heute zeigen wir euch die verstörende, wahre Geschichte hinter Vaiana. Die Insel Motunui, auf der Vaiana lebt, selbst existiert in dieser Form nicht. Stattdessen steht sie sinnbildlich für alle polynesischen Inseln im Südpazifik. Tatsächlich waren die polynesischen Völker aber wirklich Seefahrer, die vor tausenden von Jahren in einfachen Holzbooten über den Pazifik schipperten, die Gegend erkundeten und die verschiedenen Inseln nach und nach besiedelten. Sie reisten von Inseln, die geografisch nördlich von Australien angesiedelt sind, bis nach Samoa und Fiji. Doch auf einmal hörte ihre Seefahreraktivität auf und wurde erst 2000 Jahre später wieder aufgegriffen. Warum, weiß niemand. Der Film Vaiana greift dieses Mysterium auf und zeigt einen möglichen fantastischen Grund. Die Kleidung, die Vaiana und die anderen Charaktere tragen, sind jedoch genauso authentisch wie die Speisen, die sie essen. All das entspricht dem Leben vor 2000 Jahren in Ozeanien. Wer ist Maui? Vaiana selbst ist zwar kein Teil polynesischer Mythologie, doch die Inspiration für diesen Disney-Film stammt tatsächlich aus eben dieser, ganz speziell von einem der mythologischen Charaktere, und zwar Maui. Er sollte ursprünglich der zentrale Fokuspunkt des ganzen Films werden. Wir finden Maui in vielen Kulturen, doch die Macher des Films entschieden sich, sich mehr auf die polynesische Mythologie zu konzentrieren. Doch als sie ihn zum ersten Mal sahen, haben viele Leute ihn nicht erkannt. Maui soll nämlich ein schlanker junger Mann am Rande der Volljährigkeit sein, der einen Haarknoten oben auf dem Kopf trägt. Wir wissen nicht, was Disney mit ihm gemacht hat, doch am Ende war er groß und kräftig und sein Körper war voll mit Tattoos. Außerdem trug er sein Haar, das ihm bis über die Schultern ging, offen. Die Animatoren wollten Maui ursprünglich tatsächlich sehr viel dünner darstellen, doch sie entschieden sich dafür, sein Äußeres zu verändern, damit er heldenhafter aussieht. Viele Leute waren unzufrieden und traurig über diese Entscheidung, doch darüber reden wir später noch genauer. Mauis Familie sieht auch sehr anders aus. In der Mythologie hat Maui tatsächlich vier Brüder. Die ursprüngliche Geschichte beinhaltete viele gewalttätige Taten und einige Dinge, die nur von Erwachsenen gesehen werden sollten, wenn überhaupt. Aus diesem Grund entschied man sich, das aus dem Film herauszulassen, da dieser als Zielgruppe Kinder hatte und diese ihn vornehmlich ansehen würden. Doch es gibt wirklich einige Dinge, für die Maui dankbar sein kann. Was wirklich passiert ist? Was hat Maui überhaupt getan, um so berühmt und beliebt in so vielen verschiedenen Kulturen zu werden? Alles begann damit, dass Maui seine Brüder davon überzeugte, mit ihm auf einen Angelausflug zu gehen. Doch der Magische des Vaters verfing sich am Meeresboden. Daraufhin sagte er seinen Brüdern, dass sie so stark paddeln sollten, wie sie konnten, da sie einen großen Fisch gefangen hätten. Sie paddelten so stark, dass sie mehrere Inseln emporhoben, die später zu den Inseln von Hawaii sowie vielen anderen Inseln werden würden. In einer anderen Version der Geschichte hatte er tatsächlich einen riesigen Fisch gefangen, doch seine Brüder hatten ihn ohne seine Zustimmung aufgeschnitten. Daraufhin sei der Fisch in Berge, Klippen und Täler gespalten worden. Die Legende besagt, dass die Inseln flach und eben geblieben wären, wenn sie gewartet hätten und den Fisch erst später aufgeschnitten hätten. Einer seiner größten Erfolge war es außerdem, die Sonne in Schach zu halten, als er sie mit dem Haar seiner Schwester, das zu einem Lasso gebunden war, fing. Er weigerte sich loszulassen, bis die Sonne zustimmte, ihnen im Sommer lange und im Winter kurze Tage zu bescheren. In der hawaiianischen Kultur ist Maui außerdem dafür verantwortlich, den Menschen das Geheimnis des Feuers offenbart zu haben. Von vielen dieser Geschichten hören wir sogar in dem Song voll gerne. Aber das hat man wirklich leicht verpasst, wenn man sonst noch gar nichts über die polynesische Kultur wusste. Doch in jedem Fall gibt es dennoch einige Dinge, die Disney in diesem Film richtig gemacht hat und dargestellt hat. Was ist richtig? Disney wurde in der Vergangenheit oft vorgeworfen, unsensibel mit fremden Kulturen umzugehen. Insbesondere ging es hierbei darum, dass sie Pocahontas tragische Geschichte in ein Märchen verwandelt hatten. Dieses Mal wollten die Macher die Leute jedoch stolz und glücklich machen.
Sie waren bereits an Maui interessiert, doch der Leiter der Animationsabteilung bei Disney ordnete an, dass sie erst einiges an Recherche betreiben mussten, bevor sie irgendetwas umsetzen durften. Aus diesem Grund besuchten die Macher Polynesien viele Male, um sich mit mehreren Anthropologen, Historikern, Ozeanologen, Kulturpraktikern, Linguisten, Choreografen und nicht zuletzt den Nachfahren der polynesischen Ureinwohner zu treffen. Diese Menschen halfen ihnen dabei, sicherzustellen, dass die Geschichte zutreffend und authentisch war. Aus genau diesem Grund löschten sie zum Beispiel auch eine Szene, in der Vaiana einen Wutanfall bekommt und wütend Kokosnüsse auf den Boden wirft, da dies als extrem beleidigend betrachtet wurde. Sie waren außerdem diejenigen, die darauf hinwiesen, dass Maui auf keinen Fall eine Glatze haben dürfte, da Maui seine Kräfte eben genau aus seinen Haaren erhielt. Während ihres ersten Besuchs sahen die Macher außerdem, dass die polynesischen Frauen so wunderschön sind, dass sie eine von ihnen ins Zentrum der Geschichte stellen wollten. Und so entstand dann Vaiana als Charakter. Der tahitianische Kulturverein Te Puti Atia half Disney dabei, den korrekt ins Tahitianische zu übersetzen, um das Aussterben des Tahitianischen zu verhindern und diese uralte polynesische Sprache am Leben zu erhalten. Da auf Tahiti, wo die Sprache beheimatet ist, beinahe ausschließlich Französisch gesprochen wird. Damit ist Vaiana der erste Film überhaupt, der in diese Sprache übersetzt wurde. Er wurde in rund 60 Schulen gezeigt, um den Kindern die tahitianische Sprache und die damit verbundene Kultur näher zu bringen. Disney hat außerdem hawaiianische Sprecher gecastet, denen außerdem nahegelegt wurde, die Dialoge umzuschreiben, um passendere und natürlichere hawaiianische Umgangssprache einzubringen. Die Macher trafen sich auch mit Stammeshäuptlingen, um sie über ihre uralte Seefahrerkunst zu befragen und ließen sich einiges über zeremonielle Tätowierungen, Südseetänze und die zeremoniellen Kulturstätten beibringen. Und so gab es dann einige Dinge, die Disney tatsächlich genau richtig gemacht hat. Die Menschen fanden es total gut zu sehen, dass Vaiana eine starke Disney-Prinzessin war, die keinen Prinzen brauchte, der sie rettet und überhaupt nicht auf der Suche nach der großen Liebe war. Sie nahmen sich auch die Zeit, verschiedene polynesische Traditionen zu zeigen und stellten sicher, dass die Gemeinschaft der zentrale und wichtigste Punkt der Geschichte war. Aber können wir ihnen deshalb wirklich schon alles vergeben, was sie früher falsch gemacht haben? Als an die Öffentlichkeit kam, dass Disney einen Film über eine Prinzessin aus einer anderen Kultur machen wollte, machten sich die Leute bereit. Sie befürchteten sich durch die Darstellung beleidigt oder angegriffen zu fühlen und dass Disney unsensibel mit dem Material und der Geschichte umgehen würde. Einer der ersten schockierenden Punkte war das Aussehen von Maui. Wie wir bereits zuvor erwähnt haben, sollte Maui eigentlich laut Legende ein Teenager an der Schwelle zum Erwachsensein sein, doch er wurde ganz anders in Szene gesetzt, nämlich irgendwie als nicht ganz ernstzunehmender Hans Wurst. Außerdem fanden einige Leute, dass er dank seiner Darstellung irgendwie dümmlich aussah. Andere fühlten sich durch sein Gewicht angegriffen. Diese Leute fanden, dass diese Art von Darstellung beleidigende Bilder von Polynesiern als grundsätzlich übergewichtig aufrechterhielt. Einige Leute fanden deshalb sogar, dass ihre Kinder den Film nicht ansehen sollten. Es wurde nur noch schlimmer, als Disney ein Maui-Kostüm kreierte und in den Verkauf brachte, das ein Bodysuit mit Tattoos darauf beinhaltete. Es sollte jetzt nicht überraschend sein, dass diese Art von Brownfacing eine große Kontroverse heraufbeschwor und heftig diskutiert wurde. Die Leute fanden es auch nicht gut, dass Kokosnüsse als Karikatur von pazifischen Völkern verwendet wurden. Noch schlimmer wurde es, als ein gesamtes Volk, nämlich die Camorra, als böse Kokosnüsse dargestellt wurde. Das Problem ist nämlich, dass sie laut der Legende einfach nur ein Volk mit tendenziell kleiner und gedrungener Statur waren, das auf den Salomonen lebte. Disney hatte kein Recht dazu, sie auf diese Weise darzustellen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass Kokosnuss als rassistisches Schimpfwort gegenüber Menschen, die von den pazifischen Inseln stammten, verwendet wird. Und das sind nur einige der Dinge, die sie beleidigten und angriffen. Was Polynesier denken? Aber was sagen denn die Polynesier überhaupt dazu? Will Warner von BuzzFeed hat einige seiner Freunde darum gebeten, über Vaiana zu reden, als der Film gerade erst neu erschienen war. Einige von ihnen waren aufgeregt und freuten sich darauf, Leute, die wie sie aussahen und lebten, auf der großen Leinwand zu sehen. Andere bereiteten sich verständlicherweise darauf vor, sich angegriffen zu fühlen. Doch es gab auch viele Dinge, die sie an dem Film liebten. Dazu gehörten unter anderem die Großmutter, die raue Schönheit und die Farben der Inseln, die Musik und die Gemeinschaft und ihre Darstellung. Außerdem waren sie sich alle einig, dass Vaiana ihr liebster Charakter im gesamten Film war. Doch es gab immer noch einige Dinge, die sie nicht so gut oder gar schlecht fanden.
Es wird wohl nicht überraschend kommen, dass viele von ihnen es nicht gut fanden, wie Maui aussah. Einige von ihnen merkten auch an, dass Frauen in der Kultur der Tonga überhaupt nicht Häuptling werden konnten. Überraschenderweise fanden viele von ihnen auch die riesige Krabbe nicht gut. Eine Person merkte auch an, dass Kokosnüsse einfach nicht unheimlich sind und er sie daher auch nicht so empfinden konnte. Doch all das beiseite, wenn sie eine einzige Sache ändern könnten, wären das wohl einige der Sprecher oder auch der Klang des Chors gewesen. Oh, einer von ihnen fand außerdem das Huhn total furchtbar und wieder ein anderer machte immer noch einmal darauf aufmerksam, dass Frauen nicht zum Häuptling werden können. Insgesamt mussten sie jedoch alle zugeben, dass der Film nicht so schlimm war, wie sie befürchtet hatten. Was meint ihr über Vaiana? Findet ihr, dass Disney seine Sache gut gemacht hat oder hätten sie sich lieber an die ursprüngliche Geschichte halten sollen? Haltet euch mit eurer Meinung in den Kommentaren bitte nicht zurück. Wir möchten total gerne eure Meinung zu diesem Thema hören. Und das war's dann auch schon mit der verstörenden, wahren Geschichte hinter Vaiana. Wenn ihr dieses Video gut fandet, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Danke, dass ihr das Video angesehen habt und bis zum nächsten Mal.